Guten Morgen, liebe Bücherwürmer. Ja, wir haben heute Dienstag, das ist dann Tag 5 vom 7 Tage Lesen. Ja, wir gehen langsam so dem Ende entgegen. Und ja, gestern konnte ich mich ja nicht entscheiden, welches Buch ich denn lesen werde bzw. mitnehmen werde. Ich war ja unterwegs gestern. Und ich habe auch gestern dementsprechend kein Update mehr gemacht, weil ich ganz spontan, nachdem ich dann meine Sachen erledigt habe, zu meiner Mutter gefahren bin und auch abends ziemlich spät erst nach Hause gekommen bin und dann auch noch Haushalt machen musste und alles, habe ich kein Update mehr machen können. Aber es war auch gar nicht so viel. Und zwar habe ich mitgenommen, unterwegs im Bus und alles, ein ganzes halbes Jahr. Also meine Subleiche. Ich habe mich durchringen können, meine Subleiche zu lesen. Bis jetzt finde ich es auch gar nicht so schlecht. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bin jetzt auf Seite 85. Ja, dafür, dass ich es nur unterwegs gelesen habe, im Bus und alles. Dafür war ich aber auch echt viel unterwegs. Ja, und dann habe ich aber abends, ich musste, also was heißt ich musste, aber ich wollte gestern noch baden gehen, weil ich mir ging es halt nicht so gut und deswegen, dann fühle ich mich immer ein bisschen besser. Und habe in die Badewanne noch dann den zweiten Band von Firelight mitgenommen. Und bin dann auch bis, jetzt muss ich gucken, wo ist das Lesezeichen, Seite 29 gekommen. Also gar nicht so viel, aber damit werde ich wahrscheinlich auch gleich als erstes weiterlesen. Also ich muss heute arbeiten. Erst um 12. Wir haben es jetzt, glaube ich, 8 Uhr. Also sehr früh. Ich bin extra sehr früh heute aufgestanden. Habe auch schon gefrühstückt und alles. Es ist alles schon erledigt. Ich werde mich gleich erstmal fertig machen, also umziehen und alles. Ein bisschen frisch machen. Ja, ich denke mal, dass ich dann eventuell ein, zwei Kapitel nur lesen werde, weil ich dann vielleicht vor der Arbeit nochmal eine Ladung abwaschen muss. Ja, aber das überlege ich mir gleich noch. Ich mache mich jetzt erstmal fertig. Ich weiß nicht, wann ich mich wieder melde. Also ihr werdet vielleicht gemerkt haben, dass ich mich morgens auf jeden Fall immer melde, aber im Laufe des Tages halt immer nicht so wirklich weiß, ob ich mich melden kann. Also ich muss bis 18 Uhr heute arbeiten. Und ich brauche dann 1,5 Stunden nach Hause und dann muss ich mit meinem Freund auch schnell essen und alles. Also immer schauen. Spätestens morgen früh sehen wir uns dann wieder und dann sage ich euch, was ich heute dann gelesen habe. Deswegen, wir sehen uns entweder später oder morgen.